Die Frau hat Sachen im Auto, die braucht keiner. Klappe. Oh, Junge, 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 Junge. Na morgen. Das war die Magnetschale. Tada! Moin Freunde der gepflegten Unterhaltung. Es geht heute weiter mit dem Wagen. Einmal geht da der Kofferraum nicht mehr auf. Ich werde das ganze Ding jetzt erstmal notentriegeln. Ich zeige euch das. Ich gehe mal davon aus, dass entweder der Taster, also der hier, oder das Schloss selber defekt ist. Ich habe das Ganze schon neu bestellt. Ich werde aber beides tauschen und nehme mich dabei mal mit. Zuerst muss ich das mal reinkriechen und die Notentriegelung betätigen. Das ist ganz einfach. Geht rein, dann ist quasi auf dieser Höhe, da ist eine Klappe, wo das Warndreieck drin steckt. Und dann dreht ihr diesen Nippel auf, nimmt das Warndreieck raus und dann ist unten so ein kleiner Nippel. Ich mache euch da gleich nochmal ein Foto von. So, dann geht das große Klettern erstmal los. Tada! Ja, alles in Ordnung. Habe ich das schon die Tage abgebaut. Hier ist einmal diese Klappe. Und zwar nimmt die... Und die hier so drin, die ist einmal mit 4 Schrauben. Ich zeige euch auch die Schrauben, wo die sind. Hier sind 2. Und dann sind hier in diesen Taschen jeweils noch 2. Das ist, wenn ich mich nicht irre, der Torx 25. Das schraubt ihr locker und dann hat VW ja diese tollen Klammern hier. Da müsst ihr halt mal beherzt dran ziehen, aber seid vorsichtig. Ja. Vorsichtig sein, bei diesem Ziehen ist auch ein bisschen gewagt. Rubbt ihr das halt ab. Ist zwar ein bisschen unkonventionell, aber dann kriegt ihr das ganze Teil ab. Jetzt haben wir hier die Kofferraumklappe. Dann nehmen wir uns eine 10er-Nuss und haben hier 1, 2, 3, 4, 5 10er-Schrauben und schrauben die hier oben locker. Dann ist hier der tolle VW-Stecker dran. Den hatte ich schon abgemacht, weil das Schloss bei mir halt immer wieder auf, zu und ich hatte keine Lust, dass die Batterie leer wird. Dann nehmen wir uns hier eine Magnetschale. Kann ich euch mal in die Infobox verlinken. Also sehr praktisch. Ihr könnt ihr quasi, was weiß ich, hier dran backen und euch fliegen die ganzen Schrauben nicht durcheinander. Ne? Ding mal ab. Ich habe den Taster bei Amazon bestellt. Hat jetzt, glaube ich, an die 22 Euro gekostet. Und ja, morgen. Das war die Magnetschale. Hä? Also sehr praktisch. Ihr könnt da quasi, was weiß ich, hier dran backen und euch fliegen die ganzen Schrauben nicht durcheinander, ne? Jawohl. Ach ey, hören wir doch auf. Fahr weiter! Da mache ich auch nochmal oben vom Schloss, hier auch mit dem tollen VW-Stecker. Das ist ja also nur bei VW-Stecker müssen wir draufdrücken, zusammenschieben und ziehen. Dann geht es eigentlich einfach. Eigentlich. Neuteil, packen wir aus. Da gucken wir auch mal einen Groschen zum Markt. Ne? 2 Kartons im Karton. Ich habe noch einen coolen Trick bei Amazon rausgefunden. Ich habe Amazon Prime. Die haben mir, ne? Also hier sind auch die Lampenfassungen mit dabei. Ich kann euch mal das alte Ding zeigen. Das sieht halt. Ist das gleiche Teil? Ach so, hier oben. Halt, stopp! Jetzt reicht es! Hier ist das gleiche Teil und hier diese ganzen Einfassungen und sowas sind alles schon so weggegammelt. Ihr müsst bei diesen VW-Sachen immer gucken, dass ihr die Originalteilenummer nehmt, ja? Ich habe hier oben, hier steht, das ist so duster hier. Da steht auf jeden Fall die Teilenummer. Ich kann es euch nochmal sagen, das ist 1T0827574L. Und dann findet ihr halt das Originalteil. Da gibt es, glaube ich, 2 unterschiedliche. Da ist halt, ich kann das alte Teil euch mal zeigen. Das ist leider so, dass es ein gegossenes Teil ist. Und ihr könnt halt nicht sehen, was da kaputt ist. Oder ist. Ja, das ist halt hier. Hier ist dieser Mikroschalter drunter. Das zeige ich euch aber auch gleich. Und hier sieht man ja, hier sind diese Lampenfassungen. Und es geht kein Kabel hier irgendwo. Es geht halt, hier ist der Stecker und ihr könnt halt kein Kabel sehen. Hier sieht man diese 4 Pinne mit der Lampe und ist halt nichts abgebrochen oder sowas. Und jetzt zeige ich euch nochmal diesen Mikroschalter.
ich gedacht habe, vielleicht der sitzt hier drin, hier drunter. Also er arbeitet, aber man kriegt ihn auch nicht raus. Dann gehen wir wieder hier oben ran, nehmen das Teil und das mal an. So rum sollte es rein. Wird einfach nur vorgeschraubt. Dann nehmen wir uns wieder unsere Muttern, schrauben die erstmal wieder handfest drauf. Jetzt nehmen wir uns die Zehner wieder. Und das Ding wieder fest. Ich habe mir hier so einen Vielzahn von BGS geholt, so einen Vielzahnsatz. Das sind halt die, das, oder Madenschrauben nennt man die auch. Und damit sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Ich habe das schon losgehabt, aber nur solche langen Bitsätze. Und dadurch, dass man das ja halt mal öfter braucht, habe ich mir gleich so einen Bitsatz mitbestellt. Packe ich aber auch mal in die Videobeschreibung. Das ist eine M8er Madenschraube. Haben wir hier diese beiden Schrauben. Dann haben wir das Schloss. Ich hatte das auf Pin 3 und 2, kann man mit Plus und Minus dran gehen und halt probieren, ob das Schloss noch funktioniert. Hat es nicht und dann habe ich ein paar Mal drauf rumgehämmert. Au! Und dann ging es sporadisch, was aber nicht Sinn und Zweck der Geschichte ist. Ne? Dann haben wir uns hier ein neues bestellt. Das packe ich aber auch mal mit in die Videobeschreibung. Ich habe jetzt einfach ein günstiges genommen. Ich hoffe mal, das hält, weil es ist halt made in Chinatown. Oh, das riecht schon nach Chinatown. Das ist sowas von widerlich. Da ist das neue Teil. Ich kann jetzt nochmal vergleichen. Zum Altteil ist halt ja hier mit Plastik, also dieser die Notentriegelung ist mit Plastik und hier ist sie aus Metall. Wir gucken mal, wie passend das ist. Jetzt nehmen wir das Teil hier wieder, setzen das hier wieder drauf, nehmen uns wieder die Mahnenschrauben M8. Bringen die Hand fest dran. Jetzt schrauben wir die wieder fest. Auch nicht bombenfest, ne? Weil diese Mahnschrauben, die sind halt ein bisschen leicht überdreht. Und dann haben wir den Salat. Dann stecken wir den Stecker wieder dran. Und machen den anderen Stecker wieder dran. Da muss ich allerdings zu sagen, da war vorher wohl schon jemand kreativ und hat an den Stecker so einen tollen Kabelbinder gemacht, weil der Nippel halt hier drin abgebrochen ist. Ich probiere das mal ein bisschen wieder so hinzubekommen, diesen Nippel, und dann sollte das Ding halten. Das ist eigentlich, so wird es funktionieren. Das hält auf jeden Fall. Da kann er nicht nochmal runter, ne? Zack. Jetzt haben wir nochmal einen Seitenschneider. Dann haben wir den hier ab. Und dann ist das ganze Ding, weiß nicht, sieht man es, so befestigt, ne? Durch dieses, hier hinten ist ein kleines Loch, da gehen wir durch und jetzt probieren wir mal zusammen, ob das Teil wieder vernünftig öffnet. Dazu brauchen wir den Schlüssel, nehmen wir uns einen Schraubendreher, so da rein und jetzt gucken wir mal, ob er hier wieder, jawohl, funktioniert wieder, wa? Reparatur geglückt, ich mache es nochmal. Drück mal den Knopf. Ich weiß nicht, seht ihr das? Hier gehe ich halt rein mit dem Schraubenzieher, drück das nach hinten und dann drücke ich hier oben einfach wieder und er öffnet. So, jetzt müssen wir noch gucken, ob das Ding ordentlich schließt. Gucken wir mal, ob es schließt. Schließen tut er. Und dann einfach. Und er öffnet wieder, ne? So, schließt er auch richtig. Ja. Und zack, ist er wieder auf. Perfekt, zeige ich noch, wie man diese Abdeckung wieder drauf macht. Das wird jetzt eine Nummer, glaube ich. Wie gesagt, ich habe euch da diese Nippe gezeigt. Hier ist übrigens diese Klappe. Da sitzt hier das Warndreieck und hier in dieser Wulst sitzt dann quasi das Schloss hier oben. Wir müssen hier so seitlich rein. Komm schon. So, man muss erst die linke Seite das da rein und dann die rechte Seite. Die hat nicht so eine ganz... Junge. Jetzt hat er verspielt, Kollege Schnürschuh. Zack. Und jetzt müssen wir den halt gucken, dass wir diese Nasen da wieder auch reinkriegen, wo sie hingehören. Ich zeige euch das. Versuch es euch mal zu zeigen. Hier, da sind halt diese Nasen. Und die müssen halt genau über dem Loch sitzen und dann müssen wir sie mal beherzt festkloppen. Überall. Einmal ein,
kräftig verpassen. Man hört das auch, ne? Dass die einrasten. Jetzt haben wir hier wieder. Das klingt ein bisschen brutal, aber klingt komisch, ist es auch. Jetzt haben wir uns die Torx 20. Nimm das hier in den Kollegen. Damit wird es halt auch final befestigt, ne? Und jetzt habe ich ja gesagt, in den Taschen. Und dann ist die hier da oben drin. Kommen wir jetzt noch zu den Klappen. Von der Seite einrasten. Zack. Die drin. Dann kommt noch wieder unser allzeit bewährtes, wichtiges Warndreieck hier rein. So wird es halt befestigt, ne? Dann macht man hier diese Linie rein. So. Zack. Zack. Fertig. Jetzt machen wir nochmal den finalen Funktionstest. Also wir haben das Schloss getauscht, den Taster, quasi den Einsatz hier, diesen Einsatz und funktioniert jetzt nochmal, gucken auch nochmal, ob die Funktion gegeben ist. Also abschließen, funktioniert, die Beleuchtung funktioniert. Und es schließt perfekt. So, ich würde sagen, wir haben das Teil erfolgreich repariert. Falls euch das gefallen hat, wisst ihr, Daumen, liken, haut aber auch einen raus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Das nächste ist schon geplant. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch mache. Ich gucke mal, wir müssen noch die Ansaugbrücke bei dem Auto tauschen. Weil er immer ein Fehler. T31, 38 oder irgendwie sowas raushaut und das soll an der Dreiklappenverstellung liegen, dass die halt immer ausschlägt. Aber dazu sehen wir uns im nächsten Video wieder. Alles klar, macht's gut, bis nächstes Mal, ciao.